Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 6 unweit des Zoblitzer Bergs ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Ein Kia war von Reichenbach in Richtung Löbau unterwegs. Dessen vermutlich 37-jähriger Fahrer verlor aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ihm kam ein VW Tiguan entgegen, dessen 30-jähriger Fahrer eine frontale Kollision nicht verhindern konnte. Der Fahrer des Kias, dessen Identität noch nicht mit letzter Gewissheit geklärt ist, erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 30-jährige VW-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die freiwilligen Feuerwehren aus Reichenbach, Zoblitz und Soland waren mit insgesamt 20 Kameraden im Einsatz und bargen den verstorbenen Mann aus dem zerstörten Kia. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion hat die Ermittlungen aufgenommen. Wir suchen Zeugen, die uns Angaben zu diesem Unfall machen können, insbesondere die Fahrweise des Kias vor dem Unfall beschreiben können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Autobahnpolizeirevier in Bautzen unter der Telefonnummer 03591 3670 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.